Wie findet ein Leistungssportler den Weg in die Medizin und warum ihm heute viele prominente Frauen vertrauen? Darüber spreche ich mit meinem heutigen Interviewgast im Business Talk Podcast. Und deshalb schon mal herzlich willkommen, gar nicht weit weg von mir, nach Bellinghofen. Hallo Carsten, grüß dich im Business Talk Podcast. Und für alle anderen auch ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Ausgabe dieses Podcasts. Mit diesem Podcast unterstützen wir nämlich Sie oder euch in dem Weg in die Selbstständigkeit und Niederlassung mit wertvollen Tipps und behandeln Themen, die auch über die klassischen Bereiche der Medizin hinausgehen. Aber auch als erfahrener und etablierter Mediziner finden Sie hier immer wieder kostbare Hinweise für Ihre Praxis und für Ihr Unternehmen. Denn unser Anspruch ist, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Mehr zum Thema Business Talk erfahren Sie auf der Homepage www.businesstalk.online oder Sie schreiben mir einfach eine E-Mail an info@businesstalk.online. Ja, ich habe lange überlegt, wie ich diesen Podcast heute beginne, aber ich habe mir dann überlegt, dass ich sage, meine Frau kennt ihn schon länger, als ich ihn kenne. Das liegt aber daran, dass er weit über die Grenzen von Dortmund hinaus bekannt ist, bekannt war früher als Leistungssportler in meinem Leichtathletik und natürlich im handballerischen Bereich. Wir uns dann über das Thema Niederlassung kennengelernt haben und ja, Carsten, ich begrüße dich herzlich hier im Business Talk Podcast. Ja, Oliver, danke schön. Dankeschön für die netten Worte, Dankeschön für die Einladung. Weiß ich gar nicht, wo ich bei den netten Worten anfangen soll. Ich fange mal bei deiner Frau an. Und das war dann so, dass ich gedacht habe, wer so eine nette Frau hat, was muss das für ein interessanter Typ sein? Und deswegen sind wir erstmal in Kontakt. Okay, damit haben sich meine 5 €, die ich eingeworfen habe für diesen Podcast, heute schon auf jeden Fall wieder gelohnt. Bevor wir aber jetzt in die Frage- und Antwortrunde einsteigen, Carsten, möchte ich dich für die Leute, die dich doch noch nicht kennen sollten, doch nochmal mit zwei Sätzen vorstellen. Carsten Luke ist verheiratet und lebt heute mit seiner Frau und seinen 3 Kindern in Dortmund. Er ist Facharzt für Orthopädie und ist niedergelassen in einem privatärztlichen Zentrum in Dortmund, dem Präventzentrum. Ein Zentrum, das sich sehr ganzheitlich mit dem Thema Prävention und Gesundheit beschäftigt. Dort arbeiten Allgemeinmediziner, Arbeitsmediziner, Kardiologen, Physiotherapeuten, natürlich die Orthopäden bzw. Carsten als Orthopäde. Das Präventzentrum beschäftigt sich darüber hinaus mit der Ernährungsberatung, ist also ein ganzheitliches Zentrum, was sich sehr mit dem Thema Gesundheitsförderung durch Prävention beschäftigt. Carsten selber, seine Tätigkeitsschwerpunkte liegen in der orthopädischen Versorgung, Sporttraumatologie, Kinesiotaping, Triggerpunktbehandlung. Das sind also Dinge, die man wirklich schwer aussprechen kann, wenn man sie liest. Stelle ich zumindest gerade fest. Er hat mehrere Zusatzqualifikationen und er hat bis vor kurzem in einem medizinischen Versorgungszentrum gearbeitet, kümmert sich aber jetzt hauptsächlich um seine Patienten im Präventzentrum und darüber hinaus. Und deshalb, das ist der Grund, warum ihm so viele prominente Frauen vertrauen. Er ist darüber hinaus Arzt der Frauenfußballnationalmannschaft des Deutschen Fußballbundes und auch noch Mannschaftsarzt von 2 Handball-Drittliga-Vereinen. Ist das so richtig? Das ist richtig, ja. Okay. Unter anderem. Dann kommen noch so ein paar andere, aber das war ja das, was man so auf eine Homepage packt. Genau. Also wenn man das mal sieht, hier, ich habe hier so viel auf diesen Zetteln stehen, da könnte ich noch viel, viel mehr zu sagen. Ich habe mir nur einen Satz rausgeschrieben, den ich wirklich gut fand und der auch so ein bisschen das wiedergibt, wie ich dich eigentlich auch kennengelernt habe. Das heißt, wenn du viel auf Reisen bist, du hast irgendwann mal in einem Interview gesagt, was wehtut, ist die lange Zeit, die man von seiner Familie getrennt ist. Das sagt der dreifache Familienvater, der, wenn er auf Reisen ist, sich immer sehr auf die Rückkehr nach Dortmund freut, denn da wartet dann sein ganz persönliches Frauenteam auf ihn. Das ist seine Ehefrau und seine 3 Töchter. Und mittlerweile auch noch ein Hund, glaube ich. Der ist auch weiblich, den vermisse ich dann auch. Ja, also Carsten, nochmal herzlich willkommen. Und ich bitte dich, bevor wir jetzt in die Frage-Antwort-Runde wirklich einsteigen, nochmal mit deinen eigenen Worten zu sagen, wer ist Carsten Luke? Was macht er beruflich und privat? Ja, das ist natürlich, du hast ja angefangen, so ein bisschen den Werdegang zu beschreiben. Will ich vielleicht auch mal da nicht in frühester Kindheit beginnen, aber ich war als Jugendlicher und junger Mann Leistungssport, habe Handball in erster Linie gespielt, aber auch Leichtathletik gemacht. Über die Leichtathletik habe ich dann deine Frau kennengelernt. Mhm. Aber in erster Linie war ich Handballer, habe Bundesliga gespielt in Dortmund und habe dann neben dem Studium immer noch so zweite Liga, Regionalliga gespielt. Habe dann angefangen, in der Unfallchirurgie zu arbeiten in Dortmund. Das war eigentlich, muss man sagen, auch mein Lieblingsfach. Festgestellt, dass das schon ziemlich viel Arbeit ist, ziemlich viel Nachtdienst. Das sah ja früher auch noch etwas anders aus. Da hat man Freitag, Sonntag noch gearbeitet und dann Montag weiter. Und bin dann rübergegangen in die Orthopädie, weil ich in der Orthopädie eine gute Schnittmenge zwischen
Sport, Operieren und auch manueller Therapie gesehen habe. Habe dann jahrelang auf einer operativen Abteilung gearbeitet in Hellersen, habe aber auch mehrere Stationen durchlaufen, wo man so konservativ Rücken behandelt und verschiedene Techniken erlernt. Und irgendwann kam dann so die Phase, wo ich mir überlegt habe, wo geht's hin? Werde ich in der operativen Abteilung nochmal woanders Oberarzt und habe dann ein Angebot aber gekriegt, aus Hellersen, aus der Sportklinik, ein medizinisches Versorgungszentrum zu bilden, da als Gründungsmitglied mit Orthopädie reinzugehen und habe das als gute Lösung für mich erkannt, um ambulant weiter zu operieren, aber auch Patienten zu behandeln. Bin dann da immer weiter reingewachsen, habe Zusatzausbildung gemacht, Osteopathie, Akupunktur und all das, was man so als Handwerkzeug dann braucht, um mit den Patienten auch umzugehen, wenn man sie nicht operieren will. Und bin dann so ein bisschen immer weiter vom Operieren abgekommen. Habe dann für mich irgendwann gedacht, die Klinik und vielleicht doch noch irgendwo immer einen Verwaltungsdirektor als Vorgesetzten zu haben, ist auch nicht immer der Weisheitsletzter Schluss. Und auch finanziell sind ja irgendwo dann limitierend Grenzen gesetzt, weil man natürlich einfach in so einem großen Verwaltungstrost sich auch nicht so super entwickeln kann. Und habe dann im MVZ auf eine halbe Stelle reduziert, habe dann Dienstag, Donnerstag 10 Stunden in meinem MVZ noch gearbeitet und habe angefangen, montags, mittwochs, freitags in der Privatarztpraxis, von der du gerade gesprochen hast, dem Präventzentrum in Dortmund, tätig zu werden. Damals ein Konstrukt aus 3 Internisten, Allgemeinmedizinern, die alle sehr manualtherapeutisch auch unterwegs sind zusätzlich, die Prävention bei sich auf die Fahnen geschrieben haben, Check-ups, Präventivmedizin, Ernährungsmedizin, so wie du es gesagt hast. Und habe ja einfach als Orthopäde angefangen, habe mir sehr schnell einen Patientenstamm aufgebaut. Das lag sicherlich einerseits an der Reputation und den Sachen, die ich schon gemacht habe, andererseits auch das Dorf, wo meine Heimatstadt ist. Und dass man doch im Laufe der letzten 30, 40 Jahre eine Menge Leute kennengelernt hat, die dann auch irgendwie gedacht haben, den fand ich gut, zu dem möchte ich mal zur Behandlung gehen. Dann gab es eine Phase, wo ich wirklich beides intensiv gemacht habe. Jetzt vor einem Jahr ungefähr habe ich für mich festgestellt, dass ich eigentlich nur noch hier im Präventzentrum sein möchte und eigentlich nur noch privatärztlich tätig. Dann hat es ein bisschen gedauert, bis man sich über das MVZ getrennt hat. Das ist jetzt Anfang des Jahres passiert. Und jetzt bin ich 4 Tage Vollzeit im Präventzentrum tätig und den 5. Tag versuche ich so gut wie möglich frei zu machen oder auch nur halbtags zu machen, um ein bisschen Zeit für mich und die Familie und für den Mund zu haben. Ja, das ist so ein bisschen der berufliche Werdegang, ohne dass wir jetzt schon über Unternehmen und Risiken und was weiß ich gesprochen haben. Ja, da kommen wir aber gleich noch drauf. Also ich würde gerne noch mal den letzten Punkt, den du angesprochen hast, aufgreifen, das Thema Familie. Bei all den Dingen, die du gemacht hast in deinem Leben, das ist ja nicht immer was man nebenbei macht. Die ärztliche Ausbildung mal angefangen, unterschiedliche Jobs oder unterschiedliche Stationen auch in deinem Leben zwischendurch. Da würden wir vielleicht gleich auch noch mal 2 Sätze zu verlieren. Das Thema Betreuung von Spitzensportlern, also jetzt in dem Fall die Frauenfußballnationalmannschaft. Wie kriegst du das unter einen Hut oder wie hast du das in der Vergangenheit geschafft, das unter einen Hut zu bekommen? Und die Anschlussfrage sofort, ist die Familie so ein bisschen die Stütze für die anstrengende Arbeit? Ja, als erstes habe ich es, glaube ich, taktisch schlau gemacht. Ich habe meine Frau spät kennengelernt und habe die Kinder spät bekommen, sodass ich also dann eigentlich nur noch den Beruf hatte und mich dann neben dem Beruf voll auf die Familie konzentrieren konnte und nicht mehr so viel drumherum hatte, was man so als junger Mensch sonst noch zu tun hat und auch das Training deutlich reduziert habe, sodass dann wirklich schon Zeit war für die Familie. Man muss dazu sagen, meine Frau ist auch Sportlerin, hat Sportwissenschaft studiert und hat Verständnis so ein bisschen dafür, dass ich, wenn ich weg bin, auch mit dem Sport unterwegs bin und mich da engagiere. Da kann ich also nur sagen, dass ich da sehr froh bin, dass ich da eine Partnerin habe, die mich da voll unterstützt und auch Verständnis hat. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste.
Und jetzt habe ich den zweiten Teil der Frage vergessen, aber nur den ersten Mal. Ja, da geht es ja darum, ist die Frau, das hast du eigentlich schon mit beantwortet, ist die Familie auch eine Stütze, das hast du eigentlich schon gesagt, weil ja du gesagt hast, die Frau oder das Verständnis des Partners in dem Moment dafür, dass der andere arbeitet oder sein unternehmerisches Leben lebt, ist das bei dir auch so? Das hast du ja gerade eigentlich schon beantwortet. Ja, ja. Ja, ja, man muss leider sagen, dass man natürlich schon so ein bisschen eine klassische Rollenverteilung hat. Bei drei Kindern und Hund, und wenn der Mann 40 Stunden, 50 Stunden die Woche arbeitet und viel weg ist, dann ist es leider so, dass das alte Rollenbild dann noch so ein bisschen gegeben ist. Und da muss man natürlich auch immer dran arbeiten, dass die Frau trotzdem nicht das Gefühl hat, nur für zu Hause da zu sein. Das ist schon sicherlich schwierig. Ich bin froh, dass es bei uns so gut klappt. Ja, ja, genau. Also ihr habt ja, glaube ich, auch versucht oder ihr macht es auch aktiv, die Partner auch einzubinden in das Unternehmen Präventzentrum, sodass da auch immer eine Nähe nochmal da ist und vielleicht das Verständnis auch dafür, wie kann so eine große Praxis oder so eine große Firma ist es ja fast schon funktionieren. Ne? Ja, genau. Meine Frau, jetzt wo es ein bisschen besser wird mit den Kindern, dass alle im Kindergarten oder in der Schule sind, arbeitet jetzt einfach stundenweise hier mit, ist so ein bisschen im Qualitätsmanagement und im Praxismanagement mit beschäftigt. Kann also dann mir auch sagen, was ich falsch mache und was ich verbessern muss. Und von daher bringt das sicherlich auch etwas mehr Zufriedenheit. Ja, schön. Ich möchte mal reingehen sofort in dieses Thema Unternehmerische. Du hast ja irgendwann gesagt, du hast dich aktiv für das Thema ambulante Praxis entschieden oder das ambulante Thema entschieden. Du hast gerade gesagt, ich wollte nicht mehr unbedingt operieren. Du hast sehr viele Zusatzausbildungen gemacht. Ich nenne jetzt mal das Thema Osteopathie, Akupunktur und so weiter und so weiter. Kannst du noch mal so ein bisschen diese Entscheidungsfindung für dich oder für die Zuhörer beantworten? Was war dir wichtig zu sagen, ich gehe den Schritt in das Unternehmertum? Oder wo lag die letztendliche Entscheidung, das zu tun? Ah, das ist ja sehr vielschichtig. Das liegt sicherlich so ein bisschen an dem starren System Krankenhaus, dass man ja immer irgendeinem verantwortlich ist und sagen muss, ich muss aber um 7:30 da sein, Visite machen und ich muss aber auch bis 5 Uhr da sein, um da noch abschließend irgendwo eine Besprechung zu machen. Das ist also ein sehr starres System und man hat für sich keine Flexibilität. Dann kommt so hinzu, dass teilweise man ja auch 8 Stunden oder 9 Stunden oder 10 Stunden im OP steht und ich einfach irgendwann für mich gedacht habe, bis wann soll ich das machen? Soll ich das mit 65 auch noch machen? Wahrscheinlich schaffe ich das nicht. Der Körper hat so ein bisschen auch Verschleißerscheinungen durch den intensiven Leistungssport und ich habe mir dann einfach gedacht, nee, das wird auf Dauer nicht gut gehen und habe dann für mich entschlossen, ich möchte nicht den ganzen Tag operieren und möchte irgendwo mehr Abwechslung haben. Und ja, so kam dann ganz langsam die Entscheidung. Und wie gesagt, dann auch stückchenweise, ich habe mich nicht sofort vom Operieren verabschiedet, sondern über dieses MVZ konnte ich ambulant operieren, aber habe dann immer für mich immer weiter festgestellt, dass mir doch, eine individuelle Lebensgestaltung doch lieber ist, als dass ich mich irgendjemand da verantworten muss und einfach ein bisschen mehr Freiheit habe. War das Thema Flexibilität, du hast gerade gesagt, lange im OP stehen, lange Krankenhauszeiten, jemand anders auch vielleicht gegenüber verantwortlich sein, für dich eines dieser Themen zu sagen, ich möchte wirklich mein eigener Herr sein, ich möchte das für mich entscheiden können, wann ich arbeite, wie ich arbeite und wo ich arbeite? Oder ist es vielleicht auch irgendwo schwierig zu sagen, Mensch, ich bin jetzt tatsächlich nur noch für mich selbst verantwortlich. Du hast es ja vorhin gesagt, du bist gerade im Präventzentrum ja angefangen, ohne einen, ich nenne es jetzt mal so, Patientenstamm. Du hast ja nichts übernommen. Ihr seid eine privatärztliche Praxis mitten im Ruhrgebiet. Das ist ja auch außergewöhnlich, dass das funktioniert. Wie bist du, war das für dich schwer, diesen Schritt zu gehen? Also was mir noch eingefallen ist vorher, was noch wichtig war, sind eigentlich auch die Wochenenddiensten, die Dienste, die am Samstag, Sonntag, das war so ein bisschen auch, was ich nicht wollte, das hatte ich gerade vergessen zu sagen. Dann der Schritt in die privatärztliche Tätigkeit war schon sehr schwer, weil einem natürlich, ich bin so ein schon sehr sicherheitsliebender Typ, möchte gerne am besten 3 Reißleinen um mich herum haben und
Da ist es natürlich schon besser, man geht in eine Kassenarztpraxis, wo man die Tür aufmacht und Leute kommen von alleine und man muss seine Scheine abarbeiten und dann ist alles gut. Mhm. Das ist ja hier eben nicht gegeben. Hier muss man Akquise machen, hier muss man durch, weiß nicht, Auftreten, Qualität, wie auch immer überzeugen, dass die Leute von sich aus sagen, zu dem Arzt möchte ich. Da habe ich so ein bisschen gebraucht, da zu sagen, ja, ich habe die Qualität. Deswegen war ja auch die Probephase mit dem Halbtagsarbeiten eigentlich eine sehr gute Entscheidung. Dann kommt nochmal die Entscheidung zu sagen, in so einem Konstrukt muss man ja und kauft ja eine Niederlassung. Das ist bei der privatärztlichen Sache natürlich schon viel schwieriger und da gibt man eigentlich eher ein Goodwill in ein bestehendes System ein, was man aber für sich sagt, was man ja wahrscheinlich vielleicht nie wieder sieht. Bei einer Kastenzulassung ist es ja nun mal gang und gäbe, die habe ich 15 oder 20 Jahre oder wie auch immer und wenn ich sie verkaufe, wird sie wahrscheinlich mehr wert sein, als ich sie vor 20 Jahren gekauft habe. Das ist alles nicht gegeben, das ist alles, hängt alles von meinem Umsatz und von meiner Qualität ab und von daher ist das schon ein großer Schritt in die Selbstständigkeit, wie sie jeder Unternehmer, jeder freischaffende Künstler ja auch hat. Mhm. Aber damit muss man umgehen. Das ist man als Mediziner ja auch nicht gewohnt. Wird man ja auch nicht darauf vorbereitet. Mhm. In allem Belangen. Man hat ja keine Ahnung von BWL, von Zahlen, von all sowas. Da muss man sich alles irgendwo selber aneignen und vielleicht ein bisschen aufpassen oder die richtigen Leute fragen. Wichtig ist, dass man auch die richtigen Leute kennt, die einem helfen. Ja, und dann fasst man irgendwann immer mehr Vertrauen und was dann vielleicht übrig bleibt in der jetzigen Situation, ist das, was jeder Unternehmer, jeder Selbstständige hat, ist immer das Gefühl, dass man mehr arbeiten muss, mehr Leute abholen muss, mehr Leute befriedigen muss, weil man immer denkt, ansonsten könnte irgendwas nicht funktionieren. Ich glaube, dass das viele Selbstständige haben in irgendeiner Art und Weise und da höre ich auch zu. Jetzt habe ich, als du erzählt hast, könnten mir gerade ganz viele Fragen aufschreiben, die ich jetzt aber schon wieder teilweise vergessen habe, weil ich nicht schnell genug mitgekommen bin. Wir fangen mal an mit dem letzten Thema. Das ist ja hochspannend, weil ich glaube, diese Stimme hört ja jeder für sich. Also die Stimme, jeder, der selbstständig ist und der eben vielleicht nicht in einem System ist, in dem er sich einigermaßen sicher fühlt, sondern als Unternehmer oder als Unternehmerin selbstständig zu sein, heißt ja auch immer, morgens wird die Uhr wieder auf Null gedreht, nach dem Monat wird die Uhr wieder auf Null gedreht, am Jahresende ist die Uhr wieder auf Null. Jetzt habt ihr in der Praxis ein besonderes System. Ihr seid ja eben nicht einfach nur eine Praxis, sondern ihr tut sehr, sehr viel nach außen. Also du hast es gerade in einem Nebensatz gesagt, ihr seid, was ich nenne es jetzt mal PR-Arbeit angeht, sehr aktiv. Ihr habt eine Außendarstellung, die, finde ich, außergewöhnlich ist. Kannst du ein bisschen darüber erzählen, wie schafft das Präventzentrum, sich neue Kunden zu akquirieren, in Anführungsstrichen? Sehr vielschichtig. Mhm. Ich habe zwei Kollegen, die das eigentlich aufgebaut haben, das Präventzentrum in seinen Grundstrukturen, die sehr vernetzt sind in der Dortmunder Gesellschaft, sag ich mal, die in vielen Bereichen tätig sind, die in vielen Clubs sind, in vielen Vereinigungen sind und die darüber sehr gute Kontakte haben. Und ich glaube, über allen Maßnahmen, über die wir jetzt reden, ist das Persönliche und der persönliche Kontakt und die persönliche Empfehlung ist eigentlich das Wichtigste. Mhm. Wir können alles, worüber wir jetzt reden, kann man irgendwie analysieren und so weiter und gucken, was bringt jetzt so ein Internetauftritt, was bringt die Homepage, was bringt unser eigenes Präventjournal, was bringt unser Blog, all das haben wir, das haben wir angestoßen und umgesetzt. Ich glaube, letztendlich ist es persönlicher Kontakt und persönlicher Bezug. Also weißt du, darf ich kurz rein, persönlicher Kontakt unmittelbar zum Patienten, also die Beziehung Arzt-Patient? Auch das, natürlich. Ist der Patient zufrieden, geht heraus und es gibt Leute, die reden über ihre Sachen nicht, aber es gibt immer 2 von 10 Leuten, die reden gerne drüber und die werden auch gerne gefragt und dann werden die gefragt, sag mir mal einen guten Arzt und dann sagen die, ich habe da einen, der ist richtig toll, mit dem verstehe ich mich super und den kann ich dir nur empfehlen. Mhm. Und das macht der 4-mal und davon kommen 3 Leute und das ist der Multiplikator. Aber was macht ihr da anders? Oder welche Möglichkeiten habt ihr privatärztlich? Also jetzt nehmen wir mal jetzt Geld, lassen wir mal außen vor, ne? dass der Privatpatient teurer ist oder dass man anders abrechnet, ist die eine Sache. Was macht es aus? Wo unterscheidet sich die Behandlung Carsten Luke in Hellersen, also im MVZ, oder die Behandlung Carsten Luke im Patienten? Also jetzt nicht von der Qualität, das ist immer gleich, aber
wo würdest du es ausmachen? Meine Qualität ist natürlich erstmal schon mal deutlich besser als die andere, nicht, dass du da irgendwie was falsch verstanden hast. Also ich meinte jetzt, wenn du zwei Patienten behandeln würdest, dann ist die natürlich grundsätzlich gleich. Wenn jemand anders behandelt, ist natürlich klar. So ist es, ja. Also ich habe das schon verstanden, auch das finanziell ist, das kann man auch mal so schon mal sagen, gar nicht besser. Ich glaube, dass ein Kassenmediziner auf dieselben Zahlen kommt, auf die ich auch komme. Und der einzige Unterschied ist die Masse, die der Kassenarztmediziner behandelt und die Zeit, die ich für den einzelnen Patienten habe. Ich nehme mir für Neukontakt einfach eine halbe Stunde Zeit. Ich nehme mir für eine Nachbehandlung 20 Minuten Zeit. Ich hole den Patienten im Warteraum ab, ich bringe ihn in mein Zimmer, ich rede mit dem und nach 5 Minuten ist er immer noch nicht ausgezogen und hat selber auch schon mal eine Frage stellen dürfen. Und das hilft sehr viel im Aufbau der Beziehung. Das hilft aber auch sehr viel zu verstehen, was der überhaupt hat. Weil ich auch für mich immer festgestellt habe, dass man in der Kürze der Zeit, in diesen Mini-Kontakten, die man da hatte mit dem Stress, wird man den vielen Leuten gar nicht gerecht. Das ist ja auch so, es gibt viele Leute, die kommen zu mir, weil sie eine Zweitmeinung oder Drittmeinung haben wollen, weil sie irgendwo nicht glücklich werden. Und dann muss man halt genau auch mal hinhören und zuhören und sich Gedanken machen. Und das wird honoriert. Das wird vom Patienten einfach honoriert und er merkt das. Und dann habe ich noch für mich, ist hier ganz wichtig, die Pünktlichkeit. Also ich möchte nicht, dass meine Patienten auf mich warten. Ich glaube es auch nicht so gerne, wenn ich auf die Patienten warte. Aber das ist ein ganz wichtiger Faktor. Und die Freundlichkeit des Empfangs und des Personals ist für mich auch eminent wichtig. Da haben wir auch unsere Tools, wie wir Patientenumfragen machen, wie wir auch Mitarbeiterumfragen machen und wir sind sehr aktiv da in allen Bereichen und kümmern uns ja auf allen Ebenen, um ein gutes Klima zu schaffen. Das empfinde ich eben tatsächlich auch so, darauf wollte ich auch hinaus, deshalb bin ich dir sehr dankbar, dass du das so gesagt hast. Das ist eben bei euch wirklich ein ganzheitliches Konzept. Es ist nicht nur, und da, ich habe mir 4 Punkte aufgeschrieben, das Netzwerk, es ist der persönliche Kontakt, die Zeit, die ihr für den Patienten habt, es ist die Empathie, also die Sache, wenn du sagst, ich habe Zeit für den Patienten, ich spreche auch erstmal mit ihm, ich verstehe sein Anliegen plötzlich viel mehr und es ist vielleicht die Zuverlässigkeit oder es ist der Gesamteindruck auch des Teams, den man hat. Ihr kümmert euch eben nicht nur um eure Patienten, sondern auch ums Team. Ihr bildet die weiter, ihr sprecht mit denen, ihr habt ein einheitliches Erscheinungsbild, also das Gesamtkonzept stimmt. Eine Sache, die ich persönlich sehr schön finde, macht Dinge außerhalb der Medizin. Ihr habt zum Beispiel ein Buch geschrieben, da geht es auch sehr schön oder sehr stark um das Thema Prävention. Das nennt sich Architektur der Gesundheit. Genau. Und ihr habt sogar ein Kochbuch geschrieben. Ne? Also das sind ja alles so Maßnahmen. Genau. Da bin ich sehr stolz drauf. Also auf dieses, es gibt 2 Sachen, auf die ich wirklich stolz bin. Und das war schon immer klar. Also einmal, dass ich ein Kochbuch schreibe und dass ich Arzt für Gesundheitsförderung und Prävention werde. Das sind 2 Titel, die sind mir eminent wichtig. Also ja. Ich glaube aber tatsächlich, dass das vielleicht den Unterschied ausmacht. Ein Patient, der so ein Buch in die Hand nimmt und sagt, guck mal, das ist doch mein Arzt, der ja nicht nur erlebt, dass du dich um ihn kümmerst, sondern der auch denkt, Mensch, da macht sich einer weit über das Thema Praxis Gedanken zu dem Thema Gesundheit. Ist ja auch was, jetzt kann man auf der einen Seite sagen, ist Marketing, ist Hokuspokus, kann man auf der anderen Seite auch sagen, ist ein ganzheitliches Projekt. Ich würde sagen, der Erfolg gibt euch da recht. Ihr erweitert das Ganze ja auch immer weiter. Also du hast gesagt, glaube ich, am Anfang waren es nur 2 Allgemeinmediziner oder 3 mit einem Arbeitsmediziner. Dann bist du dazu gekommen. Mittlerweile seid ihr wie viel? Ja, wir sind jetzt 5 Partner. Wir haben jetzt noch einen Kardiologen dazu, aber auch schon seit 2-3 Jahren. Es tut mir leid, dass ich den bis jetzt gerade vergessen hatte. Wir haben dann, ich nenne sie Freelancer, wir haben eine Menge Freelancer hier. Wir hatten eine Endokrinologin, die leider wieder weg ist, die uns auch noch mal sehr bereichert hat. Wir haben 2 Neurochirurgen, wir haben 2 Psychologen, wir haben Hals-Nasen-Ohrenarzt. Wir hatten einen Chirurgen, der jetzt leider aus Altersgründen auch ein bisschen kürzer tritt. Also wir sind da sehr, sehr gut aufgestellt und bieten eine ganz facettenreiche Medizin. Auch was die Patienten sehr schätzen, dass sie in einem Haus viele Sachen finden, wo sie vielleicht aber auch manchmal zu unterschiedlichen Terminen kommen müssen, aber sie sind in dem Haus und da wird das andere und das finden viele Patienten sehr, sehr gut. Und was du im Rahmen der Partnerschaft, was du jetzt selber noch nicht erwähnt hast, was ich auch ganz entscheidend finde, wir haben auch einfach unterschiedliche Typen. Also wir haben eine Bandbreite von Medizinern und jeder findet da auch so ein bisschen seinen Arzt. Wir haben einen Arzt, der sehr ernährungsmedizinisch
homöopathisch, alternativmedizinisch aufgestellt ist. Wir haben einen ganz strikt evidenzbasierten Mediziner und so haben wir ganz verschiedene Typen und ich glaube, dass viele Patienten ihren Typ Arzt auch finden. Und wenn sie dann mal übersättigt sind oder der Arzt übersättigt ist, was ja auch mal vorkommt im Leben, dann kann man aber im Haus wechseln und irgendwo einen neuen Input kriegen. Und genauso kann ich natürlich auch alle fragen und sagen, hier, ich habe Probleme, ich komme da nicht weiter, komm doch mal rüber, ich brauche einfach mal eine zweite Meinung. Und das ist schon schön und toll und das hilft ja auch im Team. Ist denn die Bereitschaft der Patienten auch da, das so anzunehmen? Also ich sag mal jetzt zu sagen, wenn ich einmal da bin, auch zu sagen, oh gut, ich nutze jetzt das Gesamtkonzept tatsächlich, lass mich mal von einem Ernährungsmediziner beraten, habe vielleicht sofort die Zweitmeinung des Kardiologen da, oder sind die teilweise auch sehr eng im System noch? Weil ihr seid ja nicht nur Privatpraxis im Sinne von, ihr behandelt nur Privatpatienten, sondern es gibt ja die Möglichkeit, als Selbstzahler im Kassensystem zu euch zu kommen, ne? Das gibt es auch, ja. Also wir haben auch einige Selbstzahler, die das nutzen. Wenn wir jetzt zum Beispiel in der Handhabung, wie wir die Patienten hier einsteigen ins Präventzentrum, ist das sehr unterschiedlich. Ich bin sehr zurückhaltend. Die kommen häufig zu mir als Orthopäde und ich schleuse die hier nicht sofort in das System Präventzentrum ein, weil die häufig von einem Hausarzt kommen oder von wem auch immer. Und dann sage ich eigentlich allen erstmal, nee, geh bitte zurück zu deinem Hausarzt, ich mache den und den Vorschlag, weil ich ja auch eine gute kollegiale Vernetzung brauche. Ich muss ja mit Leuten auch gut zusammenarbeiten und ich brauche auch von denen Empfehlungen. Da sind wir wieder bei Netzwerkarbeit. Ja. Und deswegen bin ich sehr zurückhaltend. Die Leute kommen von sich aus zu mir und sagen, nee, ich habe aber jetzt hier gesehen, das ist wunderbar. Und dann biete ich denen natürlich unsere Palette an Möglichkeiten an. Also ich bin da sehr zurückhaltend. Das wird im Team ein bisschen unterschiedlich gehandhabt, wenn man jetzt zum Internisten geht als Erstkontakt und dann ist es ja auch eine andere Grundtendenz. Dann sucht er einen Hausarzt und dann nimmt er ihn natürlich hausärztlich mit und schickt ihn auch jetzt zum Orthopäden im Hause, weil er keine Rücksicht auf den Orthopäden nehmen muss. Also das ist so ein bisschen anders von der Handhabung. Ich bin sehr zurückhaltend, was so Einweisung weitere Therapie im Präventzentrum angeht. Das spricht ja, wie gesagt, auch gerade für die kollegiale Zusammenarbeit, die man ja sowieso unter den Kollegen haben sollte, also nicht nur innerhalb des Präventzentrums, sondern auch innerhalb der Landschaft der Ärzte in Dortmund, dass sie nicht Sorge haben müssen, dass die Patienten nicht wiederkommen. Ne? Wenn sie, man muss da ja auch sehr aufpassen. Also man darf ja nicht vergessen, dass ich für einige, jetzt will ich nicht sagen Feindbild bin, aber der Privatorthopäde, klar, wird ja irgendwo auch anders wahrgenommen. Auch das ist ja was, worüber man sich Gedanken machen muss. Was ist meine soziale Aufgabe als Arzt? Wie hole ich die Leute ab? Also und auch da, dessen bin ich mir bewusst. Ich biete also gerade so Kassenpatienten, die ich von früher noch kenne, die kommen zu mir mit einer kleinen, also wirklich einer ganz kleinen Beratungsgebühr, damit die immer das Gefühl haben, dass sie bei mir noch aufgehoben sind. Ich betreue viele Sportler wirklich noch über die Vereine, versuche da so ein bisschen der sozialen Verantwortung, die man ja auch hat, noch gerecht zu werden. Aber nichtsdestotrotz ist so ein bisschen dieses Beziehungsgeflecht Privatorthopäde zum niedergelassenen Allgemeinmediziner schon schwierig. Und dann muss man eben immer versuchen, dem auch gerecht zu werden und dem zu signalisieren, ich bin immer an einer Zusammenarbeit und dann auch an einer vertrauensvollen Zusammenarbeit interessiert. Glaubst du denn, wenn wir mal die Systeme gegenüberstellen, ohne Wertung vielleicht, das ist natürlich nicht so leicht, wie ändert sich die Medizin in der Zukunft? Ist das Kassensystem weiter aus deiner Sicht tragfähig oder wird es immer Bestand haben, weil die Masse der Patienten vielleicht so gar nicht zu behandeln ist, wie ihr sie behandelt? Also dieses Thema 30 Minuten Zeit und nochmal 20 Minuten für einen zweiten Termin. Viele haben ja die Zeit nicht, viele wollen auch eine schnelle Lösung. Also du bist ja auch, du hast auch gerade gesagt, das Thema Operieren, du guckst dir den Patienten sehr genau an, bevor du ihn vielleicht in die Operation schickst. Würdest du sagen, die Systeme können weiter parallel nebeneinander laufen oder ändert sich vielleicht grundsätzlich mal was? Oder kommen wir ja schon in philosophische Weitsichten. Ja, ich habe gesagt, mit Anspruch von heute. Ja. Ja, also ich kann ja, ich hoffe, also ich fange erstmal mit dem an, was ich hoffe und was ich denke, was passieren wird. Ich hoffe und denke, dass das Privatsystem erstmal einfach so weiterlaufen wird, weil es auch ein System ist, was relativ stabil ist.
vielleicht, was eine Regierung beim Regierungswechsel vielleicht auch nochmal versucht zu verändern, was aber trotzdem sich nicht ändern wird, weil es einfach nicht machbar ist und weil es Populismus ist, darüber zu reden. Mhm. Das glaube ich erstmal. Generell vom Gesundheitssystem, das, was wir hier fahren und auch egal, ob auf der privaten oder kassenärztlichen Seite, kann ja so nicht weitergehen, wird ja irgendwann nicht mehr finanzierbar sein, es sei denn, man erhöht Beiträge auf 18% oder wie auch immer. Mhm. Und da habe ich meine Meinung zu. Ich glaube, dass man zu kassenmedizinischen Zentren kommen muss, wo Ärzte ein Gehalt verdienen, wo Patienten hinkommen, ohne dass sie eine besondere Behandlung erwarten können, wo man dann allen versucht, gerecht zu werden. Aber das ist was, was irgendwann passieren wird. Mhm. Ich glaube erstmal, das System so weiterläuft. Ich habe mich jedenfalls darauf eingestellt, dass bis ich in Rente bin, dass das alles so weiter funktioniert. Das okay, ist das jedenfalls heißt, meine Hoffnung, sonst müssten wir da nochmal intensiv andere Gespräche führen. Das können wir ja sowieso nochmal machen. Die Frage geht natürlich so ein bisschen dahingehend, wenn wir hier, wenn sich das Ärzte anhören, die überlegen, in welche Richtung gehe ich. Also bleibe ich im Krankenhaus, lasse ich mich nieder oder überlege ich vielleicht auch mal in die privatärztlichen Praxis zu gehen, darüber mal einfach zu sensibilisieren, welches System aus deiner Sicht langfristig auch erfolgreich ist. Weil du hast in beiden Systemen gearbeitet, du hast dich aktiv für das Privatsystem entschieden, weil du gesagt hast, ich möchte eine andere Medizin machen, weil du gesagt hast, ich traue mir das auch zu. Also ich bin Unternehmer genug, um das so zu handeln. Gerade dieser unternehmerische Aspekt, den möchte ich nochmal so ein bisschen verdeutlichen. Inwieweit sprecht ihr euch oder verteilt ihr Aufgaben innerhalb des Präventzentrums? Also habt ihr gewisse Aufgabengebiete? Sagt der eine, ich mache jetzt Personal, der nächste sagt, ich mache PR, der nächste sagt, ich mache Organisation? Oder wird das gemischt? Nein, wir haben alle Aufgaben unterteilt. Das ist ja auch alles gar nicht mehr zu schaffen. Mhm. Also wir haben einen Geschäftsführer, einen stellvertretenden Geschäftsführer. Wir haben die beiden erstmal so die Hauptaufgaben mit Personal, Personalführung, Gehaltsgespräche, Einstellung und so weiter. Wir haben einen, der beauftragt ist mit Medien, mit Außendarstellung, mit all diesen Geschichten. Wir haben jemanden, der ist, ich bin jetzt hauptsächlich Qualitätsbeauftragter und kümmere mich um diese Geschichten. Wir haben aber auch den Schutzbeauftragten und so gibt es ja zig verschiedene Aufgaben in diesem Praxisverbund und die sind auf diese 5 Köpfe verteilt, wobei einer immer die Hauptlast trägt und das ist die des Geschäftsführers. Das ist sehr, sehr arbeitsintensiv und ich habe schon große Sorge davon, mir vergeben, dass so turnusmäßig, dass ich irgendwann mal dran bin, auch mit diesem Posten, weil das einfach viel Zeit kostet und auch Energie kostet. Sodass man sogar manchmal hingehen muss und überlegen muss, ob man seinen Geschäftsführer in so einer großen Praxis nicht nochmal separat bezahlt, weil der einfach auch Zeit verliert, um Geld zu verdienen. Also das sind so die nächsten Gedanken, die ich habe, die wir aber auch schon mal mit einem Partner besprochen haben, dass man eigentlich sogar seinen Geschäftsführer, der solche Aufgaben übernimmt, auch nochmal separat bezahlt, weil er einfach viel, viel mehr Zeit mit sowas verbringt. Ja, wir sind da sehr, sehr weit aufgeteilt und jeder auch so ein bisschen, was er kann. Also gibt ja immer Qualitäten und die sollte man ja auch einsetzen. Ja, du hast das ja vorhin schon gesagt, jeder ist auch unterschiedlicher Typus Mensch und kann vielleicht auch dann seine unterschiedlichen Fähigkeiten auch so mit einbringen. Kannst du uns vielleicht mal mit reinnehmen? Ich will jetzt nicht zu sehr in die Internas des Präventzentrums rein, aber wie stimmt ihr euch da ab? Gibt es da regelmäßig Sitzungen, wo ihr euch trefft, euch Dinge besprecht, Beschlüsse fasst? Ja, wir machen so alle 6 Wochen geplant eine Gesellschaftersitzung, wo wir zusammensitzen und alle Punkte abarbeiten, wo dann unsere leitende Angestellte Frau Muschinska noch mit dabei ist, sodass da auch ein Kontakt da ist. Das arbeiten wir dann alles ab. Dann versuchen wir ein-, zweimal im Jahr ein Partnerwochenende zu machen, wo wir ein ganzes Wochenende miteinander verbringen, um auch den privaten Kontakt nicht abreißen zu lassen und Probleme zu besprechen. Mhm. Dann sehen wir zu, wir haben es früher jährlich gemacht, dass wir jährlich eine Mitarbeiterfahrt auch gemacht haben. Da gehen wir jetzt ein bisschen von weg und machen das zweijährlich, weil es doch ein enormer Aufwand auch ist und ein Zeitaufwand und auch finanziellen Aufwand. Klar. Und so haben wir, dass wir auch versuchen, auf verschiedenen Ebenen auch Kontakt zu haben, uns auszutauschen. Aber der Hauptbestandteil sind eigentlich diese alle 6 Wochen
Gesellschaftersitzung, wo wir eben alle Probleme abarbeiten und Aufgaben verteilen und neue Ziele, neue Strategien entwickeln. Mhm. Und natürlich auch einfach Mängel besprechen. Mhm. Wobei ich mir gar nicht vorstellen kann, dass wir Mängel haben, aber auch das würde dann mal besprochen werden. Ja, habe ich auch gerade gedacht, warum Mängel. Ja. Aber wichtig finde ich auch nochmal, dass du gesagt hast, ihr nehmt die Verantwortliche bzw. die Sprecherin, hauptamtliche Kraft, Praxismanagerin, wie man sie auch immer nennen will, mit in diese Besprechungen, damit eben das auch ans Team weitergegeben wird und es eine Ansprechpartnerin sowohl in die Richtung vom Team in eure Richtung gibt, aber eben auch umgekehrt, dass ihr jemand habt, dass diejenige dann auch die eure Informationen, die Maßgaben, die Änderungen und so weiter ans Team weitergegeben werden können. Genau. Die entlastet ja dann auch die, ich sag mal, kleineren Einzelgespräche. Es gibt klare Strukturen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig für so eine Praxis, die so aufgestellt ist, die sich auch weiterentwickelt. Und wer weiß, du hast es gerade auch schon gesagt, ob man nicht irgendwann mal dazu übergeht, vielleicht auch die Geschäftsführung in externe, also in die Hände zu geben, dass jemand eingestellt wird und vielleicht euch damit den Rücken frei hält, um weiter eine andere Medizin zu machen, ne? Je größer die Praxis ja auch werden. Wir haben jetzt dazu alternativ, haben wir natürlich auch noch Teamsitzungen, die von der Praxismanagerin dann geleitet werden und wo dann der Geschäftsführer mit hinzukommt, um praktisch unsere Meinung dann in der Teamsitzung auch nochmal zu vertreten. Also auch umgekehrt macht die Praxismanagerin Teamsitzungen. Wir haben auch, sind aufgeteilt in verschiedene Bereiche. Muss man bei so einer Größe der Praxis auch machen. Wir haben also den Bereich Therapie, den Bereich Anmeldung und den Bereich Verwaltung. Mhm. Die drei Bereiche muss man ja auch zusammenführen. Und das ist dann unsere Praxismanagerin, die das macht. Und da kommt nochmal der Geschäftsführer und gibt so ein bisschen unsere Meinung, unsere Richtung vor. Also schon relativ viel Verwaltung. Wenn ich das so erzähle, denke ich gerade, Mensch, wir müssen da vielleicht nochmal uns ein bisschen reduzieren, aber eigentlich macht das schon alles sehr viel Sinn so. Ja, sieht so aus, also dass es sehr viel Sinn macht, weil ich glaube, sonst wäre das Prävent sicherlich nicht so aufgestellt, wie es aufgestellt ist. Ich meine, wenn man mal bei euch anruft, dann hat man schon einen gewissen Eindruck, weil es nie länger als dreimal klingeln dauert, weil immer sofort einer da ist. Also dass die Struktur der Praxis funktioniert schon wirklich sehr gut. Und ich glaube, wie du es gerade auch beschrieben hast, das Thema Mitarbeiterveranstaltung, Events mit den Kollegen zusammen, mit den Mitarbeitern zusammen, trägt ja auch dazu bei, dass die Stimmung, und die ist ja auch nicht unwichtig, auf einem gewissen Niveau bleibt. Es gibt sicherlich in der großen Praxis immer mal wieder kleinere Probleme, die man aber vielleicht mit dem Individuum dann auch persönlich besprechen kann. Aber ich glaube, das trägt enorm dazu bei, dass die Praxis funktioniert und dass es ja mittlerweile dann auch ein wirtschaftliches Unternehmen ist, das, was ihr da führt. Und das muss eben so strukturiert sein. Ja, was wir aktuell dazu noch entwickelt haben, vielleicht auch nochmal interessant, wir sind also haben uns dann auch wirklich lange zusammengesetzt und auch mit externen Leuten beraten, haben dann für uns auch nochmal ein Leitbild erstellt. Mhm. Das wir dann auch wirklich mit den Mitarbeitern dann zum Schluss erarbeitet haben. Und wo wir dann unser Leitbild praktisch auch in der Praxis aushängen, einmal im Warteraum haben, einmal auch für die Mitarbeiter haben, wo wir uns nachrichten wollen. Ja. Darfst du mich nicht fragen, was für schöne Sätze da drinstehen, die sind so schön, die kann ich jetzt auswendig nicht erzählen, die müsste ich ablesen. Ja, das Schöne ist, wir können ja alle Informationen zur Praxis, zum Leitbild, zum Internetauftritt in die Show nehmen, sodass jeder mal gucken kann und sich das mal anschauen kann. Fände ich wirklich sehr, sehr schön, wenn es da unmittelbare Links gibt. Die kannst du mir ja später nochmal zur Verfügung stellen. Das fände ich super, weil das soll ja schon so sein, dass ihr vielleicht dann auch so ein bisschen eine Vorbildfunktion oder einfach mal eine Praxis seid, die man sich anschauen kann, die diesen Weg schon gegangen ist. Ne? Das fände ich toll. Also wir machen alle Verlinkungen rein, damit man sich die Seiten mal anschauen kann. Ja, das kann ich auch dem Zuhörer vielleicht empfehlen, auch mal, dass er auf unsere Homepage geht und sich erstmal so ein Bild macht, wie auch das Interieur ist oder wie wir auftreten und dass er sich dann vielleicht auch begreiflich macht, was so eine Privatpraxis eigentlich vielleicht auch so ein bisschen ausstrahlen soll. Ich finde, das kommt auf der Homepage schon ganz gut rüber. Absolut. In dem Zusammenhang fällt mir ein, sollte dem Zuschauer oder Zuhörer wahrscheinlich nicht, dem Zuschauer eher auffallen, dass Carsten das Gesicht von Carsten nicht nur aus dem Fernsehen oder vom DFB kennt, sondern vielleicht auch von meiner Internetseite. Das stimmt tatsächlich. Ich durfte damals die Bilder im Präventzentrum machen und Carsten stand damals schon zur Verfügung, um als Partner mit mir auf den Fotos aufzutauchen. Also von daher habe ich die Praxis damals schon nutzen dürfen.
Ich habe noch eine Sache, wo ihr auch den Weg in diese Richtung geht, das ist das Thema Nutzung von digitalen Medien. Also ihr habt zum Beispiel eine Online-Sprechstunde, nicht Sprechstunde, aber ihr habt Terminvereinbarungen, man kann Online-Termine bei euch vereinbaren. Wie siehst du den Weg der Digitalisierung und wie setzt ihr ihn heute schon ein? Also gerade was so Online-Terminvereinbarung angeht, das klappt irgendwie gar nicht, glaube ich. Okay. Das haben wir mal überlegt. Also ich finde, die telefonische Erreichbarkeit ist da viel wichtiger und auch der Mitarbeiter, der das Ganze steuert und auch ein Gefühl für den Patienten entwickelt und wie viel Zeit das dauert und so weiter. Also was das angeht, bin ich eher skeptisch. Und darf ich kurz mal fragen, ist das eine Patientensache? Also da geht der Patient es nicht an oder sagen eure Mitarbeiter, ach komm, da soll mich mal eben anrufen, ist sowieso einfacher? Ich habe nicht das Gefühl, dass der Patient das annimmt. Ich weiß gar nicht auch im Moment genau, ob wir da überhaupt noch so groß unterwegs sind. Mhm. Aber mir ist es auch wichtig, dass mein Mitarbeiter vorne an der Anmeldung das für mich steuert. Und wir sind ja 5 Ärzte und alle haben 5 unterschiedliche Arbeits- und Sichtweisen. Und da muss der Mitarbeiter das irgendwie vernünftig koordinieren, dass das hinten bei mir auch gut ankommt und ich mich nicht schon bei der Terminierung anfange zu ärgern. Mhm. Von daher bin ich bei dem Thema nicht so weit vorne. Man kann sich auch verlinken und vernetzen mit anderen Online-Termin-Sachen. Und ich habe das in keinster Weise vorwärts getrieben, weil ich mir da nicht so viel von verspreche. Ich glaube, wenn man jetzt zum Beispiel was Kleines fährt, also wenn man irgendwann mal sagt, ich fange an und ich habe 2 Räume, ich habe einen Mitarbeiter, der mir ein bisschen zur Hand geht und versucht, ein anderes Konstrukt zu fahren, also mit wenig Kosten, aber eben effizient, dann ist vielleicht eine Online-Terminvergabe sehr gut, okay. Wo man einfach seine Strukturen so und einfach Personalkosten spart und. Aber das ist ja vom Service-Gedanken und von dem, so groß wie wir sind, einfach nicht mehr gegeben. Da kommen wir leider nicht mehr zurück. Also das heißt, du würdest sagen, wenn wir jetzt mal einen Teilbereich rausnehmen, sagen wir mal jetzt, wir nehmen mal Ernährungsmedizin oder sowas und ihr sagt, für diesen Bereich sind wir vielleicht noch nicht so groß unterwegs und du sagst, okay, diese Termine sind immer dienstags, donnerstags zu vergeben als Beispiel und man richtet mal da einen Bereich ein, testet es aus, dann würdest du sagen, das kann man peu à peu in die Praxis einführen, aber man bräuchte dann ein System, was wirklich gut funktioniert, ausgereift ist, damit das für die Gesamtpraxis klappt, richtig? Genau, okay. Ja. Seid ihr sonst im Bereich der Digitalisierung? Ich glaube, jeder Patient ist so individuell. Ja. Es gibt einfach die Leute, die, um es auf Deutsch zu sagen, die mehr reden als die anderen und mehr Fragen haben als die anderen, denen man es vielleicht auch dreimal erklären muss. Und dann wird schnell mal aus 10 Minuten wird eine halbe Stunde. Und das hat man aber spätestens nach 2 Kontakten raus. Und wenn der das nächste Termin haben will, dann sagt man auch schon, ja, ein 10-Minuten-Termin macht für den keinen Sinn, weil es sonst meine Sprechstunde sprengt. Okay, aber das heißt ja auch, da wieder steht der Patient im Vordergrund. Du willst dir eben Zeit nehmen für den Patienten. Und wenn du weißt, Frau Müller braucht länger als Frau Meier, und dann sagst du ihm, okay, Frau Meier oder Frau Müller hat eine Dreiviertelstunde, während dann Frau Meier vielleicht nur 20 Minuten oder eine halbe Stunde braucht, weil sie einfach ein anderer Typ von Mensch ist und nicht so viel Fragen hat, nicht so viel reden will oder wie auch immer. Schön, dass du das so formulierst, dass der Patient da im Vordergrund steht. Das würde ich auch immer so unterschreiben. Aber letztendlich stehe ich da ja im Vordergrund, weil ich mich nicht stressen möchte und weil ich aus dieser Sprechstundensituation ohne Zeitverlust herauskommen will und damit auch für mich keinen Stress haben möchte. Also das ist eigentlich auch ein sehr pragmatischer Ansatz. Aber ich wollte es jetzt gerade positiv formulieren, aber es ist schön, dass du es nochmal wirklich klarstellst. Also wir wollen ja hier, das ist ja hier nicht für Patienten. Nein, das ist total intern. Es geht ja auch darum, dass Leute einfach Ansätze anders wahrnehmen und vielleicht das auch so entscheiden. Absolut. Man muss sich übrigens legitimieren, bevor man hier den Podcast gucken kann. Also Patienten kommen ja gar nicht rein. Also von daher. Gibt es denn sonst irgendwas, um das Thema abzuschließen, so Richtung Digitalisierung? Glaubst du, dass die Medizin da ein Stück von mitbekommen wird? Also, dass man sagt, es gibt einige Dinge, die in Zukunft sich zum Positiven verändern werden durch Digitalisierung in der Medizin? Also nehmen wir mal unterversorgte Gebiete, zum Beispiel Telemedizin, Sprechstunde, vielleicht in der Pflege Möglichkeiten zu haben, die Pflegedienste zu unterstützen und, und. Also es gibt ja mehrere Ansätze. Ne? Ja, ich glaube, um die bestehende Menge auszugleichen und die Konflikte, die da sind, zu beruhigen, sind das Ansätze. Mhm.
um das irgendwie ein bisschen besser zu machen. Aber nichtsdestotrotz wäre es auch im ländlichen Gebiet schön, wenn die irgendwo einen Arzt hätten, mit dem sie normal sprechen können. Also das ist jetzt irgendwo erstmal ein Ansatz, aber auch groß fehlerbehaftet, meiner Meinung nach. Da sind wir wieder bei Zeit und bei Zuwendung und all das, was wir heute gesagt haben, findet da ja nicht statt. Mhm. Und das ist eben das Problem der Kastenmedizin, so wie es gibt und wo Probleme eben dann versucht werden, so zu lösen, weil sie einfach anders nicht mehr zu lösen sind. Ja. Sicherlich ein sehr langfristiges Thema, und wie das immer so ist, man kann sich heute noch nicht vorstellen, was morgen stattfinden wird, geht mir ja genauso. Ich glaube nur, dass das Thema irgendwie kommen wird, das sage ich immer wieder. Ich glaube, dass es mit oder ohne uns stattfindet, egal ob wir das gut oder nicht gut finden. Ich glaube, einige Bereiche werden einfach langfristig nicht mehr ohne das Thema Digitalisierung funktionieren können. Aber trotzdem bin ich dir sehr dankbar für die ehrliche Meinung, was das angeht. Ich würde ganz gerne nochmal... Das ist ja auch ein bisschen meinem Gefühl geschuldet. Genau. Du hast schon recht, also diese ganzen Telemedizin, Online-Terminvergabe und, da wird man sich nicht gegen wehren können. Also ich habe jetzt auch die letzten 20 Jahre gesagt, Internet, das etabliert sich nicht. Ja. Aber scheint anders zu sein. Hat geklappt bis mit dem Internet. Hat geklappt. Schön. Als ich das gesagt habe, bleibt der Bildschirm stehen und du hast einen mit seinem Gesichtsausdruck. Ja, genau. Ja, das ist ja alles von der höheren Macht gesteuert hier bei uns. Ja. Ich würde ganz gerne nochmal zum Schluss, wir haben jetzt schon sehr lange, ich wusste, dass das lange dauert, weil es wirklich ein spannendes Thema ist, ja, und weil du einfach auch viel zu dem Thema sagen kannst. Ich würde dich gerne nochmal auf das Thema DFB ansprechen. Ich würde gerne nochmal wissen, wie bist du da hingekommen und was macht die Arbeit besonders, und ist das so ein bisschen so wie nach Formel 1, kann man Dinge von, ich sag mal, ist es so qualitativ hochwertig, dass du sagen kannst, Mensch, ich nehme viele Dinge mit für meine Patienten in meiner Praxis. Wie bist du hingekommen? Fangen wir mal so an. Ja, wie ich schon sagte, ich bin sehr sportaffin und war dem Teamsport immer durch den Handball verbunden und habe gearbeitet in dieser Sportklinik Lüdenscheid. Mein ehemaliger Chef, der Dr. Lasaczewski, war schon Arzt bei der Fußballfrauen-Nationalmannschaft. Und ich habe mich dann, der hat immer gesagt, ich wäre eigentlich prädestiniert, um da mitzumachen. Ich habe mich immer gewehrt, weil ich dann selber noch gespielt habe und habe dann auch eine Weltmeisterschaft leider sausen lassen, weil ich immer gesagt habe, Handball ist ein wichtiger und ich muss das jetzt noch nicht machen. Aber irgendwann 2005 habe ich dann gesagt, so, jetzt trete ich kürzer mit meinem eigenen Sport, und dann habe ich angefangen, die U19 zu übernehmen und bin dann mit der U19 so ein bisschen rumgereist. Dann habe ich die U20 noch dazu bekommen, weil ich das wohl gut gemacht habe, und dann bin ich mal mit der U20 bei einer Weltmeisterschaft gewesen und bin dann 2010 U20 Weltmeister geworden im eigenen Land als Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft 2011. Und da kam so ein bisschen der Umbruch in der A-Nationalmannschaft, weil es viele Termine wurden und weil eben dieses große Ereignis anstand, suchten die einen dritten Arzt. Und ja, dann kam man irgendwann auf mich und hat mich gefragt, ob ich mir das vorstellen kann, und dann bin ich da getestet worden. Weiß ich noch, Oktober 2010 bin ich dann da erst einmal eingeladen worden und dann im Dezember 2010 gleich wieder, und dann lief das ganz gut. Ich habe mich da geschickt im Frauenfußball, im Frauenteam bewegt. Das ist ja auch, man ist ja nicht nur eine medizinische Qualität, die man da haben muss, sondern man muss da irgendwo auch teamfähig sein und Strukturen erkennen. Das ist ganz wichtig, dass man da zurechtkommt. Ja, und seitdem bin ich dabei, habe jetzt viele Sachen gemacht, bin Europameister geworden, habe Weltmeisterschaften betreut, war leider nicht bei Olympia direkt vor Ort, bin jetzt indirekt zwar auch Olympiasieger, habe auch eine Medaille in der Praxis hängen. Ich glaube, ich habe sie dir schon mal gezeigt, ja, genau, die Replikate gemacht hat. Ja. Und dann alle, die beteiligt waren, auch verteilt hat. Das fand ich, das muss man auch sagen, der DFB ist ein perfekter Arbeitgeber, was gerade Medizin angeht, was ärztliche Betreuung angeht. Das ist schon das Beste, was es gibt auf der Welt, würde ich sagen. Fast. Also ich kann es mir nicht besser vorstellen.
Ja, und so bin ich jetzt schon 13 Jahre dabei. Das ist eine interessante Tätigkeit. Wenn du mir versprichst, dass jetzt kein DFB-Mitarbeiter in den Podcast eingeladen wird, würde ich fast sagen, das ist für mich so ein bisschen mentaler Urlaub. Ja. Ich mache was ganz anderes. Ich bin zwar den ganzen Tag beschäftigt und habe immer irgendwas zu tun und muss mich auch um hypertensive Krisen kümmern und muss Grippe heilen und Fußpilz und gynäkologische Erkrankungen und all sowas mache ich mit. Ist aber irgendwie auch interessant. Mhm. Und es ist für mich trotzdem, ich komme raus, ich bereise ferne Länder, ich komme irgendwo hin, wo ich sonst nicht hinkommen würde, und das macht mir viel Spaß. Mhm. Für Leute, die denken, dass man damit Geld verdienen kann, das ist leider nicht so. Die Praxis rechnet sich deutlich besser, als dass man da irgendwelche Reichtümer anhäuft. Aber es ist eigentlich nur ein Rauskommen und eine andere Welt. Ja, und letzte Frage, ob mir das hilft im Umgang. Es hilft mir sehr im Umgang, weil es gibt keinen größeren Privatpatienten als den Leistungssportler. Mhm. Um den tanzt man herum wie um das goldene Kalb und macht alles möglich und macht alles an Diagnostik und Therapie, was es gibt. Und da wird nichts ausgelassen. Und man muss sich überall auch rechtfertigen und mit Beratern reden und Trainern reden und Presse. Und das bereitet einen auf eine Privatpraxis optimal vor. Danach kommen einem die Wehwehchen von Frau Schulz und von Frau Müller gar nicht mehr so schlimm vor. Relativ harmlos. Wie ist das denn, wenn man jetzt so die Leistungssportler betreut und begleitet? Ich meine, die Verantwortung auf der einen Seite, jetzt ist vielleicht auch noch der Frauenfußball ein bisschen anders als der Männerfußball, weil da leider für die Frau jetzt wahrscheinlich noch nicht so viel Geld verdient wird. Und die Verantwortung natürlich bei dir trotzdem sehr groß ist, wenn die sich überbelasten, die falsche Diagnose gestellt wird. Ich habe letztens ein Interview gehört mit Herrn Müller-Wohlfahrt, also dem Pendant bei den Männern, der sagte, ja, da kommt der Nationaltrainer und fragt mich tatsächlich, kann ich die einsetzen oder nicht? Darf die heute spielen oder nicht? Nehmen wir die überhaupt mit oder nicht? Wirst du in diese Dinge auch mit einbezogen? Ja, klar, genau. Ja, genau in der Art und Weise. Mhm. Das sind natürlich die Schwierigkeiten, wie ich gerade schon gesagt habe. Es gibt ganz verschiedene Interessen. Der Trainer möchte, dass die spielen. Der Berater möchte, dass die spielen. Der Spieler möchte aber gesund bleiben. Also es gibt tausend Interessen. Es gibt medizinisch richtige Entscheidungen. Und da muss man sich gut bewegen. Da muss man sich auch absichern. Und da muss man auch das Rückgrat haben, seine Entscheidung zu treffen und zu behaupten. Und ja, dann da darf man sich jetzt auch keinen Fehler erlauben. Mhm. Also keinen Fehler, weil man sonst natürlich im Team irgendwann nicht mehr anerkannt ist oder der Trainer einen nicht mehr möchte. Aber natürlich sonst auch keinen Fehler, weil natürlich, wenn, also wollen wir nicht drüber nachdenken, aber ein Regress ist natürlich, wäre fatal. Naja, wobei Fehler ja auch bezogen jetzt nicht bezogen auf deine Entscheidung, sondern du könntest ja auch sagen, ich nehme sie nicht mit, obwohl sie vielleicht doch hätte spielen können, aber du vielleicht sagst, Mensch, das ist mir für die Person einfach zu wichtig und zu gefährlich. Das kann ja der ein oder andere als Fehler interpretieren. Ja. Ne? Gibt's ja, denn, das sind schwierige Entscheidungen. Ja. Und jetzt habe ich auch schon auch einige Trainer mitgemacht. Und das ist auch immer eine Art, was der Trainer möchte oder wie geguckt wird. Das ist ja auch sehr, sehr unterschiedlich. Also, der eine sagt, wenn der verletzt ist, wenn das auf der Kippe steht, der bleibt zu Hause, wir gehen kein Risiko. Wir geben uns als DFB keine Blöße. Wir wollen auf gar keinen Fall das Gefühl geben, dass wir irgendwelche Leute mitnehmen und verheizen. Das ist eigentlich so der Grundtenor. Ja. Und da gibt es eben einfach auch Vorgaben vom Verband und vom Trainer. Und die muss man immer auch noch mit einbeziehen. Okay. Gibt es denn auch Spielerinnen, die, wo das Vertrauen mittlerweile in deine Person so groß ist, dass sie dich auch privat in Anführungsstrichen als Coach, als Arzt mit einbeziehen und sagen, Mensch, Carsten, das ist so häufig, dass wir auch zwischendurch telefonischen Kontakt haben. Jetzt ist Dortmund nicht als Leistungsstützpunkt des Frauenfußballs bekannt. Ich sag mal, die nächsten sind jetzt Essen oder Wolfsburg oder so, und auch von denen waren Leute schon hier, oder Alexander Popp kommt aus Gebelsberg, auch die war schon mal hier und hat sich Rat abgeholt und eine Behandlung abgeholt. Da sind schon auch Beziehungen mit dabei. Also es ist auch so, dass ich jetzt Almut Schuld, die Torhüterin, die erste Torhüterin, die heiratet
und macht ihren Polterabend in der Lüneburger Heide. Und da fahre ich hin und werde mit der feiern. Das ist natürlich, wie es in so einem normalen Mannschaftsgeflecht auch ist, entstehen da persönliche Beziehungen und das ist ganz normal. Okay, aber worüber man sich auch freut, natürlich. Ja, ja, natürlich. Also das finde ich auch schön. Das macht die Mannschaft ja dann auch aus und letztendlich trägt das ja auch dazu bei, dass der, wie bei euch in der Praxis, das Ganze erfolgreich wird. Ich wollte nur noch mal kurz fragen, das wissen alle schon, dass die heiratet und sie hat auch schon einen Heiratsantrag bekommen oder hat sie selber einen gemacht? Nicht, dass wir das ausstrahlen, irgendeiner ist überrascht jetzt hier. Ich glaube, also der Polterabend ist so offiziell, okay, dass der ist so bei uns in der Mannschaft rum, dass ich glaube, dass das nicht geheim ist. Okay. Ich glaube, ich würde das Risiko erstmal tragen. Okay, wir machen keinen Fehler, alles klar. Ja. Carsten, ich gucke ein bisschen auf die Uhr, wir sind jetzt 55 Minuten schon dran. Es macht mir sehr viel Spaß. Wir haben Zeit, 2 Stunden, 3 Stunden, oder wie lange können wir das machen? 2 bis 3 Stunden, genau. Wir machen dann 2 oder 3 Folgen bei dir das erste Mal daraus. Zum Schluss würde ich ganz gerne mit dir eine kurze Frage, kurze Antwortrunde machen, weil an der Stelle sage ich das immer, ist für mich super interessant, immer auf dieselben Fragen unterschiedliche Antworten zu bekommen. Ne? Also ich werde mich zurücknehmen und nicht mehr nachfragen. Die Zukunft der Medizin, wo entwickelt sich die Medizin aus deiner Sicht in den nächsten 5 bis 10 Jahren? Es bleibt alles so, wie es ist. Was bedeutet für dich das Thema Gesundheit? Oh, das ist eine gute Frage. Persönlich oder in der Praxis? Kannst du beantworten, wie du sie für dich verstehst? Ich hätte sie persönlich gemeint, aber wenn du was darüber hinaus sagen möchtest, kannst du das auch. Ja. Also das Thema Gesundheit bedeutet für mich ganz viel, eigentlich alles, weil das mein Leben ist, weil ich mich damit beschäftige, weil ich damit mein Geld verdiene. Und weil es für mich privat eines der wichtigsten Güter ist. Okay. Welche Eigenschaften sollte aus deiner Sicht ein Unternehmer haben? Mutig, kontrolliert, viele Talente, auf vielen Ebenen und wichtig sind Empathie und Führungsqualität. Sehr schön. Und gibt es ein Buch oder einen Film, der dich besonders mitgerissen, motiviert oder erreicht hat, den du empfehlen kannst? Also Buch oder Film? Oder beides? Oh ja. Wenn wir jetzt bei Medizin sind und Horizont-Erweiterung, fällt mir jetzt, das ist aber auch ein Buch, was jetzt glaube ich schon gefühlte 7 Jahre alt ist, habe ich irgendwann mal gelesen, Damen mit Charme. Von so einer Podcasterin geschrieben und das fand ich ganz interessant, weil das auch eine Zeit war, wo ich mich mit dem Immunsystem Darm und so beschäftigt habe. Das hat mir so ein bisschen Input gegeben, hat mich dann noch weitergeleitet, gerade auch was so Prävention und so weiter angeht. Und das wäre was, was mich vor einigen Jahren beschäftigt hat. Jetzt was ganz Aktuelles kann ich dir nicht nennen, weil ich gar kein Buch mehr lese oder einen Film gucke, sondern okay. So arbeite. Also Bibi und Tina. Ja. Das ist das, was du deinen Kindern hast. Nani und Nani habe ich letztens. Ja, okay. Nee, ich gucke mal, welche Folge ich raussuche. Ja, lieber empfehlen. Ja, Nee, aber damit Charme ist sehr schön. Ich glaube, da können wir schon viel mit anfangen. Und zum Schluss die letzte Frage. Wen würdest du uns als weiteren Podcast-Gast gerne aus dem Bereich Medizin, muss aber nicht sein, hier für diesen Podcast empfehlen? Gibt es da jemanden? Der muss natürlich sehr interessant sein, Medizin. Das ist eine gute Frage. Habe ich jetzt. Wir können das auch nachreichen, kannst du mir ja nochmal sagen, dann würde ich hinterher mal eine Verlinkung machen. Also es geht nicht unbedingt darum, dass wir den jetzt schnell erreichen müssen, sondern wenn du meinen würdest, der könnte, wäre hier eine Bereicherung, ne, für den Podcast. Ja, ich habe natürlich jetzt so viele, die so in meinem Bereich natürlich sind. Also es hilft dir jetzt nicht weiter, wenn ich einen aus dem Präventzentrum empfehle. Es hilft dir nicht weiter, wenn ich den Arzt der Männernationalmannschaft, Jochen Hane, empfehle. Oder es hilft dir, ja, deswegen fällt mir nicht so richtig was ein. Der Erste, der dir eingefallen wäre wer gewesen? Ich weiß nicht, ob wir sind jetzt die beiden, die oder so, okay. Was mir eingefallen ist. Ich glaube, dir empfehlen zu würden, als nächstes mal einen richtigen Unternehmer, Arztunternehmer zu interviewen, so ein Labormediziner oder Dialysearzt oder solche Geschichten, weil die einfach nochmal über Geräte, Technik und Effizienz besser berichten können.
Okay. Aber vielleicht der Kollege vom der Hahn, vielleicht komme ich da nochmal auf zurück. Alles klar, ja. Carsten, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich weiß, du hast deine Sprechstunde gerade erst abgeschlossen, also vor jetzt fast einer Stunde, aber du hast ja bis kurz nach drei, glaube ich, noch behandelt und bist dann sofort hier zu mir in den Podcast gekommen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber das wusste ich auch, dass mir das viel Spaß macht und ich wusste auch, dass es sich lohnt, dich auf jeden Fall hier reinzuholen. Sehr unkonventionell und vor allen Dingen sehr ehrlich, das finde ich immer am allerbesten, denn dann haben wir alle was davon und natürlich auch die, die sich das anhören. Ja. Vielen, vielen Dank. Ja, und für Sie vielen Dank für das Zuhören und Zuschauen und denken Sie mal dran, ich bitte mal um eine Bewertung nochmal bei iTunes oder YouTube, damit wir wissen, ob wir hier einen guten Job machen und weiter interessante Podcast-Gäste bekommen. Also auf jeden Fall bewerten und ja, bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie unternehmerisch. Carsten, vielen, vielen Dank und du hast das Schlusswort. Ja, ich bedanke mich auch fürs Gespräch. Hat mir überraschenderweise doch viel Spaß gemacht. Ich habe erst gedacht, Mensch, was wird das denn? Mir ist jetzt auch gerade bei den abschließenden Worten noch ganz viel eingefallen, was ich eigentlich noch sagen wollte, was wir alles machen. Ich habe überhaupt gar keine Werbung so richtig für uns gemacht, was wir für Sachen können und was ich alles drauf habe. Das ist ja auch gar nicht der Sinn der Sache gewesen. Ich werde mir das auch nochmal anschauen und gucken, wie das gewirkt hat und bedanke mich erstmal. Es war schön und du hast das hervorragend gemacht. Vielen, vielen Dank. Das wollte ich doch nochmal hören. Dann haben sich die zweiten 5 Euro auch noch gelohnt. Also, Carsten. Und schöne Grüße an deine Frau. Ja, danke. Mache ich.